Herzlich willkommen bei Empire Germany. Ich bin Maria und wir befinden uns gerade am Kurfürstendamm in Berlin. Wir haben heute den Gast Toni Dreher bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. So, und zwar wollte ich dich mal fragen, wie geht's dir erstmal? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Auch gut. Die Fashion Week steht an. Wie fühlst du dich? Ich bin schon aufgeregt. Die Fashion Week ist immer ein ganz großes Thema in Berlin. Und ja, es wird natürlich eine stressvolle Woche, aber es wird cool werden. Ja, was ich dich hauptsächlich fragen wollte, du hast ja bei Germany's Next Topmodel 2018 gewonnen. Genau. So, wer hat dich dazu motiviert, dich anzumelden? Ich habe mich eigentlich selber motiviert. Ich wollte eigentlich schon so ab dem Alter von 14, 15, wo ich die Show mitverfolgt habe, wie jedes andere Mädchen eigentlich auch, habe ich mir schon vorgenommen, dass ich da auf jeden Fall mitmachen werde. Und die Bedingung war halt von meiner Mama, dass ich das Abitur schaffe. Und als ich dann wirklich fertig mit dem Abi war, war ich direkt dann so, okay, ne, ich habe es ernst gemeint, ich ziehe das durch. Und habe dann selbst die Motivation gegriffen und bin hin. Hattest du Angst, als du dich angemeldet hast? Angst kann man es nicht nennen. Natürlich war ich ein bisschen aufgeregt, weil meine ganzen anderen Freunde, die halt auch Abi gemacht haben, die haben halt irgendwie entweder ein FSK gemacht oder direkt angefangen zu studieren. Und ich hatte halt wirklich als Plan A, B, C, Germany's Next Topmodel. Und deswegen war ich schon ein bisschen aufgeregt, aber ich hatte irgendwie trotzdem ruhiges Gewissen. Ich habe viel gebetet davor, ich habe viel mit meinen Eltern darüber gesprochen und das hat mir dann schon die Kraft gegeben, da einfach hinzugehen und es durchzuziehen. Also bist du schon mit dem Willen hingegangen, dass du gewinnen willst? Natürlich mit dem Wunsch, dass ich gewinnen will, bin ich hingegangen, aber man hat nie so die Gewissheit. Man will ja erstmal ist das Ziel ja angenommen zu werden. Dann ist das Ziel irgendwie in Top 50 zu kommen, in die Top 20, dann eventuell Top 15 und dann kann man erst so langsam mal drüber nachdenken, ob man gewinnen will oder nicht. Ja. Ansonsten hat sich schon am Anfang viel bei dir geändert, so im Bereich von deinem Umfeld. Es hat sich schon viel geändert direkt, weil natürlich ist das auch nicht nur für mich, sondern auch für meine ganze Familie und meine Freunde ein anderes Thema plötzlich. Also plötzlich steht man in der Öffentlichkeit, teilweise ist ja auch meine Familie im Fernsehen gewesen und wie die damit umgegangen sind, ist schon noch ein bisschen anders, wie ich damit umgegangen bin natürlich, aber die sind gut klargekommen, sage ich mal so. Haben dich auch deine Freunde von Anfang an unterstützt? Ich habe schon von meinen Freunden 100% Support bekommen, natürlich von Verwandten und Familie ist es nochmal ein bisschen anders, weil die wollen ja dann direkt eher so, dass man auf die sichere Schiene geht, irgendwie geh doch lieber doch direkt studieren und mach lieber nichts mit Fernsehen und nichts mit Modeln, weil für viele ist das ja auch kein richtiger Beruf. Aber dadurch, dass ich halt den Support von meinem engsten Kreis bekommen habe, hat mich eigentlich nichts davon abgehalten damit. Würdest du sagen, du vermisst die Zeit bei Germany's Next Topmodel? Ich vermisse die Zeit sehr. Also die Mädels, das Kamerateam, allgemein die ganze Erfahrung, die ganze Zeit zu reisen, Heidi zu sehen und sowas, war sowas von aufregend. Ja. Und deswegen, ich vermisse es schon, weil es war echt eine coole Zeit. Ja, glaube ich dir. Also ich glaube, jedes Mädchen hat den Traum, mal Heidi zu treffen. So. Ja, sie ist auch einfach unfassbar cool. Also ich glaube, das ist irgendwie etwas, was man auch wirklich danach nicht mal wirklich verarbeiten kann, dass man sie dann wirklich kennt, dass sie einen auch kennt. Und in dem ersten Moment, wo wir sie auch gesehen haben, war das total atemberaubend. Hat sich viel bei dir geändert, nachdem du gewonnen hast? Ja, mein Leben hat sich eigentlich komplett so gedreht, um 180 Grad, wenn man so sagen kann, weil man halt dann wirklich eine Person des öffentlichen Lebens ist und plötzlich alle Augen auf einen gerichtet sind, Leute gucken und sich auch dafür interessieren, was man macht, was man sagt und wo man ist. Und man ist dann halt auch irgendwie Vorbild und Influencer ja auch. Und das ist dann schon nochmal eine ganz andere Welt. Bist du immer du selbst geblieben oder hast du dich manchmal auch verstellt, weil du irgendwie unsicher warst? Ich habe versucht eigentlich immer, ich selbst zu bleiben und das kennen die Leute auch von meinen Storys nicht anders, dass ich mich nicht verstelle. Natürlich gibt es auch noch ein paar Sachen, die man so für sich behält und die man auch nicht mit allen irgendwie teilen möchte und das ist auch vollkommen normal, aber eigentlich versuche ich, dass mein Charakter eigentlich durch alles, was ich mache, immer durchscheint. Das ist sehr wichtig. Ja. Ansonsten würdest du sagen, du hast viel daraus gelernt? Ich habe eigentlich alles, nicht nur jetzt modeltechnisch, sondern auch für mein Leben habe ich vieles mitgenommen. Halt
jetzt auch Sachen gelernt über mich selber, die ich davor gar nicht wusste, dass ich kann oder dass ich bin. Und ja, war auf jeden Fall schon so ein richtiger Turning Point in meinem Leben. Ansonsten würdest du sagen, wie bist du mit Hate umgegangen? Warst du da eher offen oder hattest du schon so ab und zu so den Gedanken, wow, will ich das noch machen? Hate ist so eine Sache. Das Ding ist, bei mir war es halt so, dass ich die ganze Staffel über, als es halt ausgestrahlt wurde, hatte ich eigentlich kaum Hate-Kommentare und habe eigentlich auch nie wirklich so ein negatives Feedback bekommen. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gewonnen habe, kam dann plötzlich so eine riesen Hate-Welle auf mich zu, wo ich mich echt gefragt habe, okay, wo kommen denn jetzt die ganzen Leute her, die mich gar nicht supporten? Das war so voll random für mich. Und ich habe zwar schon teilweise bin ich so damit umgegangen, dass ich halt ein bisschen was davon gepostet habe und gesagt habe, hey, so wie ich positive Kommentare poste, so poste ich auch negative Kommentare, damit die Leute auch wissen, dass ich das lese und dass mich das auch irgendwo trifft. Und es gab schon die ein oder anderen Sachen, die mich echt wirklich so ein bisschen kaputt gemacht haben. Aber ich bin allgemein ein sehr positiv gestimmter Mensch und habe auch relativ schnell realisiert, dass diese Leute einen ja auch gar nicht persönlich kennen und teilweise deren Meinungen total unberechtigt waren. Und am Ende des Tages kann einen auch nicht jeder mögen. Und es gibt immer so ein Sprichwort, dass man, wie heißt es? Man sagt, wenn man keinen Hate hat, hat man auch keinen Erfolg. Ja. Irgendwie sowas. Also ich glaube, wer keine Hater hat, der hat auch nicht wirklich Erfolg. Ja. Also man braucht irgendwie beide Seiten. Was würdest du deinen jungen Zuschauern empfehlen, wenn sie was aufbauen wollen, sich aber unsicher sind, ob sie, also weil sie eben viel Hate bekommen könnten? Auf jeden Fall trotzdem machen. Also nichts geht über versuchen. Okay. Nichts geht über versuchen. Man muss es einfach probieren, das ist das Ding. Also ich kann niemandem versprechen, dass es bei jedem klappt, aber wenn man es nicht versucht hat, dann bereut man das auf jeden Fall. Also Hate ist so eine Sache, man kann nicht von jedem supported werden, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Aber es wird Leute geben, die einen supporten, wenn man wirklich auch das Richtige macht und wenn man auch dafür brennt. Und solange man es macht und solange man Spaß dabei hat, kann einem eigentlich auch niemand was abhaben. Ja. Hättest du direkt gedacht, dass du auch so gut da reinpasst in allem? Also gerade so was TV angeht und dieses öffentliche Leben, so, weißt du, was ich meine? Das Ding ist, ich bin ja Schütze, also ich bin schon sehr... Sternzeichen, ne? Ja. Ich bin schon sehr aufmerksamkeitssuchend, wie man auch sehen kann, aber... Okay. Aber Berlin. Ja, Berlin. Aber, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war die Frage noch? Schütze. Ja, genau. Also ob ich fürs Fernsehen gemacht bin. Also das Ding ist so, es gab Situationen oder es gab Momente, wo ich echt dachte, wow, okay. Warte. Ja. Okay, so random. Es gab schon Situationen und Momente, wo ich mir echt dachte, okay, krass, TV ist doch ganz anders, wie man denkt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es schon etwas ist und auch irgendwie so die Richtung ist, in der ich später halt arbeiten will. Weil es mir halt einfach super viel Spaß macht, vor der Kamera zu stehen und Sachen zu erzählen, mich zu präsentieren, sei es jetzt in Form von Mode, also Modeshows oder halt in Form von Moderation. Deswegen studiere ich auch nebenher so Medien- und Kommunikationsmanagement und da ist ja auch so ein bisschen Moderation und Journalismus und sowas mit drin und deswegen ist es einfach so ein Bereich, der mich halt voll interessiert. Also bist du auf jeden Fall modebewusst, wie ich sehen kann. Yeah, also, kann sagen. Hast du vielleicht Hunger? Ich habe super Hunger. Okay, gut. Wir gehen okay, dann lass das Essen gehen. Okay, perfekt. Guten. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Was ich sagen wollte, genau. Ja. Wie ist das heute und jetzt? Also hast du noch Aufträge? Ja, ich arbeite sehr viel noch im Modelbereich. Also sei es auf Instagram, kooperationstechnisch, als auch halt so laufstegmäßig. Also ganz viel auch in der Schweiz, Deutschland, hier und da mal und halt mit verschiedenen Brands halt zusammen. Ich habe schon auch so Phasen, wo ich mal zwei Tage lang mein Handy einfach weglege, man nichts von mir hört, bin einfach zu Hause und schlafe und esse und Netflix gucke und versuche irgendwie runterzukommen. Ja. Aber das hält dann auch nicht für lange an, weil ich krieg dann 1000 E-Mails rein und 1000 Nachrichten und muss da und da hinten irgendeine Prüfung lernen. Aber es ist halt wichtig, dass man sich auch wirklich mal Zeit für sich nimmt und auch mal irgendwie so sich in den Vordergrund stellt. Ja. Eigentlich bei egal welchem Job, sei es jetzt ein Job, der irgendwie teil so öffentlich ist oder ein Job, der halt einfach ganz normal ist. Man muss sich immer Zeit nehmen für sich und irgendwie auch sich so um seine Seele kümmern. Achso, du kannst essen. Wir essen gar nicht. Ja, okay. Guten nochmal. Guten nochmal.
So, Toni, wir sind jetzt auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Lass dich drücken. Und komm gut nach Hause, ja. Dankeschön. Danke nochmal für alles, ja. Dir auch. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten schreibt bitte in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt, weil nichts ist unmöglich. Bye!